Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stars und Stories. Letzte Woche war Fashion Week in Berlin und ich hatte ein persönliches Highlight, denn ich durfte hinter Fashion-Expertin Leonie Hanne und Schauspielerin Andie MacDowell sitzen und das hieß Blitzlichtgewitter. Kurz vor einem sehr emotionalen Tag erlitt Jules Boring Life einen großen Schreck. Sie hatte einen Autounfall. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, doch doof ist es natürlich trotzdem. Besonders, weil sie eigentlich einen Grund zum Feiern hatte. Jule ist nämlich seit 7 Jahren krebsfrei. Rapperin Loredana ist ja eigentlich dafür bekannt, dass sie nicht ganz so viel Privates teilt. Da hat sie jetzt allerdings eine große Ausnahme gemacht. Auf Instagram teilte sie jetzt ganz offen, dass auch sie mal einen schlechten Tag hat oder auch mal Streit mit ihrer Tochter Hannah hat. Außerdem zeigte sie Outfits, die sie sonst nicht so zeigt, ihre Autos, die sie so fährt und sie zeigte ihr Fitnessstudio, wo sie gerne mal trainiert. Anna Lewandowska, die Frau von Profifußballer Robert Lewandowski, tanzt sehr gerne und das auch noch wirklich gut. Jetzt sehr innig und intim mit diesem Tänzer. Und da könnte man sich fragen, oh, ob Robert da nicht eifersüchtig wird. Aber man kann Entwarnung geben, denn Robert war anwesend bei dem Training und am Ende gab es sogar noch mit allen dreien ein Selfie. Denise Nyski ist letztes Jahr Mama geworden und jetzt hat ihr Partner ihr auch noch die Frage aller Fragen gestellt und sie hat natürlich ja gesagt. Kurz nach dem romantischen Moment, der übrigens an ihrem Geburtstag war, ist ihr dann eine lustige Idee gekommen. Hallo, wie geht's euch? Ich bin jetzt verlobt. Sängerin Nina Chuba hat einen viralen Beauty-Trend versucht und ist mit dem Ergebnis nicht so wirklich zufrieden. Sollte man sich mit selbstbräuner Sommersprossen ins Gesicht malen? Kann man das machen? Ist das cool? Sieht es gut aus? Nein. Nein, mach das. Lass es einfach, mach das nicht. Es wird nicht gut aussehen. Bitte. 365 Tagesstar Michaela Morone hat einen neuen Song rausgebracht. Push Me heißt er. Und was gehört zu einem neuen Song? Natürlich ein Musikvideo. Doch genau dieses ist einigen negativ aufgestoßen, denn es zieht sich ein sehr anzüglicher roter Faden durch das Video. Einige seiner Follower finden, sowas macht ein guter Vater nicht. Does a videoclip creating a song, a piece of art, makes me a bad father? Okay. Für Krankenschwester Kim lief das neue Jahr nicht so richtig gut an. Eben noch stand sie für Fotos auf Skiern in Kitzbühel. 20 Minuten später war sie im Krankenhaus, Kreuzbandriss. Ich habe mir im Skiurlaub hingefallen und habe mir das vordere Kreuzband komplett gerissen, das total ausgefranzelt. War dann dort direkt beim Arzt und im MRT. Die wollten mich eigentlich dort operieren. Ich bin jetzt aber nach Hause gefahren und lasse mich in der Klinik operieren. Am 10.02. wurde ich heute Morgen angerufen, ist mein OP-Termin. Anna Johnson und ihr Mann Tim haben seit über 4,5 Jahren einen unerfüllten Kinderwunsch. Durch viel Scham und Druck von außen hatte sich Anna bislang nicht getraut, das Thema öffentlich anzusprechen. Jetzt teilt sie es aber mit ihrer Community. Mit ihrer persönlichen Geschichte möchte Anna auch anderen helfen. Sie schreibt auf Instagram: Für alle, die durch ähnliche Zeiten gehen, ich fühle euren Schmerz, eure Trauer, das Unverständnis anderer, eure vielen Fragezeichen im Kopf, das Gefühl von Ungerechtigkeit, die psychische Belastung, die große Hoffnung und dann doch wieder alles zu verlieren, die Achterbahn der Gefühle und die Energie, die es euch raubt. Aber es gibt Wege und Lösungen, die für jeden individuell aussehen und die man für sich herausfinden muss. Es kann ein langer Weg sein, bleibt stark. Einem ganz anderen Thema. Gefühlt war jeder mit Reichweite dieses Wochenende in Dubai. In einem besonders prunkvollen Hotel in Dubai lud Kendall Jenner zur Party ihrer Tequila-Marke ein.
Dazu unter anderem Social Media Stars wie Liz Keber, Kiso, No Wallander Love, Sylvie Mais, Leonie Hanna, Fiona Erdmann, Sarah Harrison und Sammy Slimani. Das Highlight des Abends war Jay-Z hinter dem DJ-Pult. Auch YouTuberin Kiso war davon sehr überrascht. Am nächsten Abend ging es direkt mit dem nächsten Ereignis weiter. Die Gäste durften die Pop-Ikone Beyoncé live erleben. Ihr Auftritt war natürlich spektakulär. Sie wurde für stolze 24 Millionen Dollar eingeflogen, um auf einer eigens errichteten Bühne vor dem Hotel eine Stunde zu performen. Das war's auch schon wieder von Stars und Stories. Wir sehen uns nächste Woche. Wenn's euch gefallen hat, liked, kommentiert und abonniert.